Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Stargate. Ich würde sagen, Steuerstab. Also. No way. Mega, ey, absolut mega. Das Telefon wird marot war. Haltet euch fest, das habt ihr so noch nicht gesehen. Ich stehe in einem Atomreaktor. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen kleinen Lost Place Abenteuer. Ihr seht am Titel, heute geht es mal um ein Thema, was wirklich spektakulär ist, was man nicht häufig so als Video sehen kann, beziehungsweise wenn es aktiv wäre, wäre es fast unmöglich, da reinzukommen. Aber in Deutschland gibt es ja auch kein aktives Atomkraftwerk mehr. Ob das richtig oder falsch ist, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Meine persönliche Meinung wäre, das ist so mit die sicherste Art von Kraftwerken, die existierten. Aber wir beziehen natürlich lieber gerne Strom aus dem Ausland. Anyway, dieses Ding hier, wo ich mich gerade befinde, werdet ihr gleich auch so ein bisschen sehen. Wahrscheinlich wisst ihr schon, wenn ihr hier so den Eingangsbereich seht, ist ein Kraftwerk, was mal gebaut wurde, wo man gesagt hat, ist ganz cool, mit einer Leistung von 600 Megawatt müssen das gewesen sein. Das ist tatsächlich nicht so megamäßig viel. Aber nach dem Bau, nachdem Millionen, Milliarden hier über den Tisch gingen, gab es einen Bürgerentscheid. Und somit hat man dann gesagt, ja, dann geht das Ding halt nie ans Netz. Ich bin echt gespannt und es ist ein bisschen gruselig, weil ich hier ja, komplett freie Bahn mit Marzipan habe. Das ist so verrückt. Das ist wirklich so verrückt. Das Einzige, was hier ein bisschen moderner ist, sind die Leuchtstoffröhren an der Decke. Ansonsten ist halt hier wirklich alles noch aus der Zeit von früher. Hier gibt es so den ersten Raum. Du bist quasi reingekommen hier als Angestellter, als Gast. Und dann saß hier schon mal jemand an der Pforte. Du konntest dann klingeln, du hast hier dein Dosimeter gekriegt. Und hier wurden so ein paar Formalitäten erledigt. Hier gibt es auch ein paar Monitore. Tatsächlich liegt da sogar noch so ein altes Headset. Und das ist halt alles wirklich original in dem Zustand. So, war dann alles soweit in Ordnung, bist du durch diese Tür hier gegangen. Und dann hast du wirklich so ein bisschen den Look von Tschernobyl, zumindest diese Wandfarben. Gegensprechanlage, das müsste der Duschbereich sein und hier hast du nochmal so ein bisschen Waschbecken. Ein bisschen viel Waschbecken, also das ist tatsächlich sehr verwinkelt hier. Ja, okay. Der Bereich war vorgesehen für diese ganzen Spinde. Die Spinde hier sind eher für den Film, der dann hier irgendwann mal abläuft. Aber der läuft heute für uns nicht. Wir wollen jetzt auch gar nicht so im Detail drauf eingehen, weil ich bin in dieser Thematik Atomkraft gar nicht so mit drin. Aber ich finde es halt ganz spannend, mal selber herauszufinden, was könnten gewisse Bauteile für eine Funktion gehabt haben. Also schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr euch damit ein bisschen besser auskennt. Ist auf jeden Fall unglaublich verrückt. Die Waschbecken hier liefen wie? Die liefen dauerhaft? Also das funktioniert, da ist ein Rädchen dran. Aber die Dinger hier, wie gehen die denn an? Ach guck mal, du hast hier Taster auf dem Boden, damit du hier nicht so todeskontaminiert bist. Du konntest auf diesen Taster drücken. Der geht wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Und dann konntest du hier die Hände waschen. Ja, Wahnsinn, ey. Und mein erstes Highlight ist dieser Ganzkörper-Strahlungsmesser. Und kein Piepen. Das sollte nicht passieren. Ja, was macht man jetzt in so einem Fall, wenn ihr jetzt schon reinkommen würdet und kontaminiert wärt? Wäre aber eigentlich theoretisch Quatsch, weil du kommst ja nicht hier rein und bist schon verstrahlt, sondern das würde theoretisch eher hinten in dem Werk irgendwas passieren. Du machst irgendeinen Fehler und beim Rausgehen, also einmal, ich glaube, beim Reingehen musst du messen und beim Rausgehen misst du auch. Und beim Rausgehen wäre es natürlich dramatischer, wenn da irgendeine Strahlung erkannt wird und dann musst du dich letztendlich frei duschen bzw. andere Möglichkeiten nutzen. Genau, es gibt nämlich auch hier noch... Ja, andere Versionen. Guck mal, das steht ja tatsächlich so, wie man das hier macht. Kontrollbereich, die Feinmessung, Strahlenmonitor, Grobmessung, Strahlenmonitor. Also mehrere Möglichkeiten, hier die Radioaktivität zu messen. Okay, ich gehe mal weiter. Ich bin absolut nicht in dieser radioaktiven Thematik mit drin, aber ich finde es unglaublich spektakulär und spannend hier. Mal zu sehen, was so passiert, ey. In den 70er Jahren, 1972 bis 76, hat man dieses Ding hier gebaut. Letztendlich hat man, glaube ich, die finalen Tests 76 gemacht. Und wäre von da an einsatzbereit gewesen. Nur, ja, de facto ist hier nichts passiert. Ist natürlich auch gut, weil wir sehen jetzt einen Bereich, Leute, wo wir theoretisch gar nicht hinkommen würden, wenn das jemals in Betrieb gewesen wäre. Mein Gott. Ist das strange. Ich glaube, wir sind gerade in irgendeinem Keller gelandet. Ha, genau, ja. Da ist es. Ich würde behaupten, hier hat man möglicherweise die verbrannten Stäbe hinter einem Castor rausgefahren. Ich habe keine Ahnung. Also wir müssten jetzt theoretisch in einem Reaktorgebäude sein, aber ganz unten. Das sieht gut aus. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Stargate, ne? Möglicherweise auch wie so eine Tauchglocke. Fährt durch diese Megaschleuse durch. Und dann stehen wir in
Boah, ist das spektakulär. Ich würde sagen, Steuerstab-Antriebsraum. Heißt, von hier unten konnte man die entsprechenden Reaktionen stoppen, beeinflussen, abdämmen bzw. Weiter hochfahren. Und ja, viele Motoren sind natürlich schon ausgebaut, aber es sieht halt unglaublich spektakulär aus. Super viele Leitungen hier unten. Schaut euch an, wir stehen unter einem Reaktor. Über uns ist der Reaktor und da wäre das radioaktive Material drin gewesen. Ich frage mich gerade, ich glaube, das ist auch nicht so ein Typ Reaktor wie in Tschernobyl. Da gab es ja mal diesen riesen Unfall. Und da ist durch diese Kernschmelze das ganze verschmolzene Zeug durch den Boden gesackt. Ja, aber ich glaube, das sieht jetzt hier so ein bisschen anders aus. Ich glaube, das ist ein ganz anderer Reaktortyp. Ich habe absolut keine Ahnung, aber es sieht unglaublich spektakulär aus. Überall Messleitungen, die hier irgendwie runterkommen. Da hinten sogar tatsächlich noch original verpackte Messleitungen. Lemos, ein nagelneu, sogar noch die Schutzfolie drum und der Sack, dass die Dinger nicht feucht werden. Alter, das ist das Heftigste, was ich je gesehen habe, glaube ich, bisher. Das ist so spektakulär, Wahnsinn. Das sieht so gut aus. So, weiter geht die Reise für mich. So, von da kamen wir. Da haben wir uns quasi gerade angemeldet, umgezogen, unser Dosimeter abgeholt. Uns theoretisch freigemessen. Und jetzt sind wir schon am Grund des Reaktors. Jetzt müssen wir natürlich mal hochgehen und gucken, wie das da aussieht. Was ist das denn? Das sieht auch super spacig aus. Rohrplatte, Wasserkammer. Was sind da Deckel dafür? Das ganze Ding ist ein Deckel und theoretisch würdest du den da vorklappen. Turbinenkondensator, okay, krass. Mega. Ich würde aber jetzt gerne mal in den Reaktorraum gehen, beziehungsweise wir haben noch einen Schaltraum, der ist sehr spektakulär und wir haben eine Turbinenhalle, die müssen wir uns auch noch angucken. Ansonsten gibt es halt, ja klar, es gibt ein Labor, es gibt viele Dinge, die glaube ich hier relevant waren für die Produktion, aber alles werden wir heute nicht zeigen können, weil das Video würde dann gefühlt 5 Stunden lang sein. Das ist so strange. Ich habe sowas noch nicht gesehen, wirklich. Also ich habe viele Kraftwerke gesehen, aber sowas Spektakuläres, das Ding sieht aus wie neu. Als hätte man hier sofort, würde man immer noch sofort loslegen können, wenn man überlegt, einigen wir uns auf 80er Jahre, jetzt haben wir 2024, das sind 44 Jahre später. Und es wirkt so, als wäre das Ding gerade in Betrieb gewesen oder gerade außer Betrieb. Da hinten sind welche, okay. Ich guck mal, vielleicht können die mir helfen, ich habe keine Ahnung, ey. Was ist denn das hier? Wasserpumpen oder was? Das sieht aus wie Wasser. Speisewasserpumpen. Ja, da steht es auch nochmal drauf. Ich bin überfordert. Das ist so groß hier, wirklich. Das ist so heftig. Gibt's ja gar nicht. Ich würde sagen, upstairs. Und wieder Rohre. Alter! Super Trafos oder was? Wahrscheinlich. Ich bin überfordert. Wie heftig. Ah, jetzt sind wir nochmal in dem Bereich, wo diese Turbinenkondensatoren stehen. Wahnsinn, ey. So ein bisschen aus wie so ein Müllcontainer. Ist aber der Kondensator. Wie gesagt, sorry, ich habe absolut keine Ahnung davon, aber es sieht so spektakulär aus und das Ding ist halt in einem absoluten Top-Zustand. Verrückt. Ab nach oben. Hallo! Schön, also es ist tatsächlich jetzt nicht der Reaktorraum. Ich glaube, da kommen wir ganz zum Schluss zu, weil das ist, glaube ich, das Spektakulärste. Wir sind jetzt in der Turbinenhalle gelandet. Wir haben ja gerade diesen Kondensator unten drunter gehabt. Der liegt relativ nah an der Turbine und hier steht das wundervolle, riesengroße Teil. Ein bisschen auseinandergepflückt, aber man sieht noch mal so ein bisschen was. Hallo! Da ist das gute Stück. Geht die noch zu drehen? Nee, die kriegst du gar nicht gedreht.
Ja, heißt also jetzt, man hat Wärme vorne produziert mit der Kernenergie und letztendlich dann durch diesen Dampf diese Turbinen angetrieben, die dann Strom produziert haben. Ich sehe aber tatsächlich keinen Generator, der steht hier, glaube ich, nicht mehr. Diese komplette Mimik ist hier die Dampferzeugung. Hier sitzt die Turbine, hier ist der Dampf durchgeflossen. Theoretisch wäre auf dieser Seite... Ist er da? Wo ist denn der Generator? Der Generator? Der wäre theoretisch in dem Bereich gewesen. Hm? Der hätte da gestanden, der ist aber weg, ne? Okay, verrückt. Also hier wäre dann der Generator angeflanscht gewesen, der letztendlich den Strom produziert. Ja Leute, der ist leider weg, aber so eine Turbine hat man ja öfter, glaube ich, schon in meinen Videos gesehen. Also das ist im Grunde immer wieder das gleiche Vorgehen. Kommt halt drauf an, womit man hier die Energie erzeugt. Hat man im Ruhrgebiet oft mit Kohle gemacht, hat man mit Gas gemacht, hat man mit Heizöl. Gab es tatsächlich auch so ein paar Kraftwerke. Nur diese Kernenergie, die ist am spannendsten. Da müssen wir auf jeden Fall mal hin vorne in diesem Reaktorgebäude, weil das unterscheidet halt natürlich ganz krass zu dem, was man sonst eigentlich sieht. Also nochmal vorbei an diesen ganzen Rohren hier. Das sind Ausmaße. Da guckt euch mal die Durchmesser der Rohre an. Ey. Unglaublich spannend. Allein die Verschraubung, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Zylinderkopf XL. Hier gibt es natürlich nochmal eine Kappe oben drauf und ich glaube, das könnte die da hinten sein. Und letztendlich gibt es dann die Anschlüsse oben, die dann da angeflanscht werden. Der Frischdampf, der ist radioaktiv. Verrückt. Heißt also, hier kommt der Dampf an, der wird hier radioaktiv eingeleitet. Das sieht so gruselig aus. Radioaktiv. Okay, again and again, es geht weiter. Wieder an Tausenden von Rohren vorbei, an Tausenden von Mimiken. Ja, Ölsystem, Mobil, Pyrotech. Kann ich noch was drücken? Geht da noch was, oder? Nein. Ich möchte jetzt zum Reaktor. Das ist das Spektakulärste überhaupt. Leute, kleiner Switch. Ich bin jetzt wieder im Eingangsbereich, weil ich mir gedacht habe, das Reaktorgebäude bzw. der Reaktor selber ist so das Spektakulärste an dem Ding. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Schaltraum. Das ist so unglaublich verwinkelt, dieser Bau hier. Wirklich, das ist so heftig. In die nächste Etage. Alter. Wahnsinn. No way. Das ist das heißeste, wirklich, was ich je an Schaltraum gesehen habe. Also ihr seht jetzt so ein bisschen bunt, da leuchtet ein bisschen was rot, da leuchtet ein bisschen was grün, da leuchtet ein bisschen was blau. Das ist tatsächlich auch so gewesen, dass die Anzeigen natürlich rot, grün und ich glaube blau leuchten konnten und neutral gelb. In dem Fall hat man aber so ein paar Stripes schon dahinter geklebt. Das heißt, dieses Pult ist nicht mehr im Originalzustand. Man hat wahrscheinlich sicherlich, als man beschlossen hat, dieses Ding nicht in Betrieb zu nehmen, hier Bauteile ausgebaut, die man woanders noch verwenden konnte, weil ich sag mal, das ist Technik gewesen zu dem Zeitpunkt damals, die wahrscheinlich vermögend teuer war. So, somit hat man jetzt einfach noch so diesen Look, wie es theoretisch hätte aussehen können. Wir müssen dazu aber Licht ausmachen, weil es einfach gar nicht so wirkt. Boah, schaut es euch an. Ist das geil oder ist das geil? Das sieht so cool aus. Wirklich. Mega. Ich bin in meinen Videos immer so redegewandt, aber das überfordert mich, weil es einfach so geil ist, weil ich sowas noch nie gesehen habe in dem Zustand. Und da bin ich so fasziniert von, weil im Grunde seht ihr, wir befinden uns gar nicht in Deutschland und in Deutschland wäre sowas gar nicht möglich, weil das immer kaputt gekloppt wird und keiner Bock hat, Geld in die Hand zu nehmen und sowas als Museum darzustellen. Und in dem Fall hier sieht man, wie viel Liebe im Detail hier auch reingeflossen ist und die Leute hier in dem Land einfach Bock haben, so die Vergangenheit einfach zu bewahren und immer wieder aufleben zu lassen. Bei uns im Ruhrgebiet, gerade auch speziell Zechen, gibt es gar nicht wirklich so einen geilen Bergbaustandort, wo man noch die Möglichkeit hat, wirklich im Detail von A bis Z zu erfahren, abgesehen von dem Bergbaumuseum jetzt, wie das früher abgelaufen ist. Also super spektakulär, finde ich mega. Das sieht einfach so cool aus, wirklich, bis auf diesen kaputten Stripe da unten. Das hat so ein bisschen Star Wars Charakter. Faszination, ey, wirklich. Weil das hier ist der komplette Reaktor. In der Mitte gibt es eine rote Lampe. Keine Ahnung, was die kann. Rausfallen fast. Was mich natürlich interessiert, wo ist dieser Masterknopf? Der Masterknopf, den man aufklappen muss, um den Reaktor abzuschalten und die Steuerstäbe einfahren zu lassen. Mega, ey, absolut mega. Die Zeit ist hier stehen geblieben. Das ist so verrückt, das sieht so krass aus. Von wann sind denn so die Bücher? Wirklich 85, ey, Wahnsinn. Die alten Röhrenmonitore, ich glaube aber nicht, dass die original waren, die hat man wahrscheinlich mal irgendwann zugekauft wieder.
Der Eizo-Monitor, ey, ist das Wahnsinn? Das Telefon, was mal rot war, scheinbar sehr wichtig. Aber wo ist jetzt dieser Knopf, um den Reaktor abzuschalten? Sitzt der unter diesem Modul hier? Nee, das sind drei. Das sind die nicht. Das müsste ein Knopf sein, der ist abschließbar. Wo befindet er sich, Leute? Das kann nicht sein. Das gab es in den Tschernobyl-Reportagen und an dem Pult von Tschernobyl auch. Da gibt es so ein Ding, da klappst du auf und dann drückst du da drauf und das Ding fährt runter. Aber leider Gottes sehe ich gar keinen Knopf, der das kann. Zumindest nicht auf dieser Seite. Hier unten gibt es einen Schalter. Was steht denn da drin? Abschaltung. Ja, aber das ist nicht das Ding, oder? Glaube ich nicht. Da war mal ein Knöpfeck drin. Aber der muss hier irgendwo sitzen. Oder man hat den schon einfach ausgebaut, weil das irgendwie auch jemand wieder mitgenommen hat, der total geil fand. Heftig, ey, diese ganzen Schreiber hier, die haben sogar funktioniert. Wahnsinn, ey. Ist das heftig, wirklich. Bin fasziniert, wirklich. Finde ich mega, wirklich. Schreibt es in die Kommentare, ich habe sowas noch nicht gesehen in dem Zustand. Wahnsinn, ey. Richtig gut. Überfordert. Gibt's hier keine krasse Megawatt-Anzeige? Das ist die da oben. Die Watt. Die komische LED- oder Vorgänger-LED-Version. Aber das müsste schon LED sein. Die hat die Megawatt angezeigt, hundertprozentig, weil hier gab es sowieso nur eine dreistellige Megawatt-Leistung. Das ist das gute Ding. Definitiv. Unglaublich. Spektakulär. Oh, hier. Aber vielleicht gab es das bei dem Kraftwerk ja gar nicht, dass du diesen Buzzer gedrückt hast. Wobei? Da ist der Buzzer. Den hast du gedrückt. Ein Spaß beiseite. Ich bin wirklich geflasht. Wirklich. So. Licht aus. Pult aus. Jetzt wird's richtig spannend. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir definitiv, wenn das Ding in Betrieb gewesen wäre, heute nicht reinkommen würden, weil es lebensgefährlich wäre. Wir sind doch jetzt genau wieder da, wo wir gerade waren. Und dann standen wir plötzlich in dieser Turbine. Das ist doch irgendwie Quatsch. Ey, diese Bauweise, wie heftig einfach, echt. Riesengroß. Da waren wir gerade drin. Das macht keinen Sinn. Wir sind wieder in einem anderen Gebäude. Das ist der Reaktor. Steuerstabantrieb. Heißt also, irgendwo hier lang. Das ist einfach so verrückt. Du verläufst dich einfach in diesem Riesenbau hier. Da ist einer. Klasse. Steht ja auch dran. Aufzug. Reaktorgebäude. Würde ich sagen. Ach, steht sogar dran hier, okay. Brennelement Wechselbühne, Blick in den Reaktor, Modell Kernzelle, Abklingbecken, Brennelement Wechselbecken. Der Flutraum, da müssen wir hoch. Also wir müssen auf jeden Fall auf 39 Meter hoch. Das Ding scheint echt, wenn ich auf 0 den Steuerstabantrieb habe und 39 Meter ist die Brennelement Wechselbühne, hat das Becken bestimmt 30 Meter Tiefe. So, Sicherheitsbehälter, Kondensationskammer. Ist bei 10 Meter plus, das heißt, wir haben noch, ja, so 29 Meter. Haut hin, Sicherheitsbehälter ist noch mal einer. Trockenlager, ach, keine Ahnung, das wird bestimmt so 25 Meter, wird das Ding tief sein. Alto Belli, ey. Das ist so krass. Hört euch mal den Hall an. Soll ich euch da zeigen, wie das hier aussieht? Also hier würde man theoretisch, sicherlich klar, wenn es aktiv wäre, auch stehen können. Aber man dürfte niemals den Reaktor betreten. Und hier können wir es tun, weil hier nie was lief. Ich gehe jetzt mal hier hoch. So, was ist das für ein Ding hier? Ich habe keine Ahnung. Das sieht aus wie eine, wie soll ich das betiteln? Eine Wechselbrücke, eine Wechselbühne, womit man die einzelnen Stäbe rausgeholt hat. Beispielsweise, wenn die ausgebrannt waren, in so ein Abklingbecken geschmissen hat. Und dieses Ding läuft hier auf so eine Art Schiene, ist hier quasi die Maschine, da vorne an diesem Stab kann man dann die einzelnen Pinne rausholen und dahinter, Leute, das ist das Spektakulärste. Haltet euch fest, das habt ihr so noch nicht gesehen. Normalerweise ist es mit so einem babyblauen Ocean Blue Water gefüllt, jetzt ist es leer. Waren die, glaube ich, doch war gefüllt? Weiß ich nicht, müsst ihr in die Kommentare reinschreiben. Das ist so spektakulär. Es ist der Reaktor. Da hinten gibt es so eine Durchführung. Die ausgebrannten Stäbe werden dann letztendlich unter Wasser rüber in so ein Abklingbecken gefahren.
Die Technik ist natürlich wirklich ein bisschen sehr urig, wenn man sich das hier so anguckt. Konntest mit dem Gerät genau über diese einzelnen Stäbe fahren und die dann damit rausholen. Wichtig war, diese Stäbe, die radioaktiv verstrahlten Stäbe, selbst wenn die ausgebrannt waren, wenn man die nicht mehr hat verwenden können, müssen die ja dieses Abklingen wecken. Aber hätte ein Stab auch nur, keine Ahnung, 5 mm aus diesem Wasserbecken geguckt, also hätte man diese Maschine hier zu hoch gefahren, wahrscheinlich hat die eine Sicherheitseinrichtung, das wäre gar nicht möglich gewesen, aber hätte man diese einen Stab so um die 5 mm aus diesem Wasser gefahren oder überhaupt aus diesem Wasser gefahren, wären alle Menschen hier in diesem Gebäude sofort tot gewesen. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist unglaublich spektakulär. Hier ist das nochmal schematisch dargestellt, der Aufbau, die Kernzelle, der Druckgefäß, wo wir uns gerade drin befinden. Und hier, was ist das hier? Hier gibt es eine Leiter runter. Ah, ich verstehe. Ah, hier ist so ein Schutzring drum. Dieser Block hier kann theoretisch auch komplett bis unter Wasser fahren. Keine Ahnung, den fährst du dann komplett runter. Der hat nochmal so Gumminöpsis an der Ecke, dass du nirgendwo gegenfährst. Und dann fährst du diese einzelne Kanzel runter und dann schiebt sich automatisch hier dieser Fallschutz weiter nach unten. Das ist auch geil. Wahnsinn, ey. Das ist so urig, so geil. Das ist so cool, wirklich. Das ist megamäßig. Das ist in einem einwandfreien, geilen Zustand. Vor allem das UFO, was hier steht. Der Reaktordruckbehälterdeckel. Da brauchst du gar nicht gegenklopfen. Das schallt nicht nach wie eine Glocke. Ist das heftig, ehrlich. Das ist so heftig. Diese Ausmaße, Wahnsinn. Ich glaube, ich muss jetzt gleich nochmal in diesen Reaktor zum Abschluss klettern. Das habe ich so noch nicht gesehen, wirklich. Ich finde das geil. Hilfst du? Wahnsinn, ey. PV-Anlage, Laden, Beton. Jetzt stehe ich also genau mittig. Einmal das Abklingbecken auf dieser Seite und auf der Seite gibt es den Reaktor. Da muss ich reinkrabbeln. Das muss ich jetzt mal machen. Die Chance muss ich nutzen. Das wirst du so nie wieder hinbekommen im Leben. Da muss ich jetzt mal rein und mir das angucken, hier von unten. Heute mit Kamera in den Reaktor geklettert. Ist das strange? Ich stehe in einem Atomreaktor. Die Maschine habe ich ja gerade von oben gezeigt, die konnte man proportional ja gar nicht einschätzen. Aber das Ding fährt letztendlich oder kann komplett verfahren werden und fährt dann die einzelnen Stäbe hier raus. Und dann über diese Durchführung rüber ins Abklingbecken. Wahnsinn, ist das verrückt? Das ist doch unglaublich, ey. Das ist so krass. Wahnsinn. 270 Grad, 180 Grad, 0 Grad. Ich glaube, hier, wo wir uns gerade befinden, da kommt dieser Reaktordeckel drauf, auf der Höhe, meine ich jetzt mal. Wobei, das ist so oktagonal. Oder das Ding kommt noch tiefer, aber ich meine, dass hier schon irgendwo der Deckel drauf kommt. In der Mitte hier. Mega. Einen geht noch, ne? Einer geht noch. Unglaublich, wie krass das ist. Schaut es euch an. Das kann man nicht in Worte fassen, Leute, wie tief man jetzt gerade in diesem Reaktor drin steht. Das wäre niemals möglich, wäre das Ding jemals voll gewesen mit irgendwelchen radioaktiven Brennelementen. Aber ich glaube, tiefer zu gehen macht jetzt auch keinen Sinn, weil im Grunde wird sich da nicht viel großartig ändern. Ne? Also wir haben jetzt hier die einzelnen, hier wären die Brennelemente drin, von unten kommen die Steuerstäbe, die haben wir ja ganz am Anfang gesehen. Das ist Wahnsinn, wirklich. Das ist wirklich, wirklich, wirklich Wahnsinn. Unglaublich. Ich kann mir das echt immer noch nicht vorstellen, dass die Kernkraft so eine Wucht hat, dass wenn dieser Stab halt wirklich kurz aus diesem Wasser fahren würde, alle Menschen tot wären, die in der Nähe wären. Das ist wahnsinnig. Könnt ihr da oben nochmal schön sehen, da steht die Maschine. Und da hast du den Pin dran. Den Pin fährst du runter. Und dann packst du die letztendlich hier, ich weiß nicht, keine Ahnung, was das jetzt für ein Ding hier ist, aber auf jeden Fall kannst du die dann so hochpacken und dann rausholen. So weit hochfahren, dass du dann rüberkommst in das Abklingbecken. Das ist geil. Also das ist wirklich, wirklich cool. Geht's hier wieder raus? Keine Ahnung, vielleicht war ja hier wirklich mal was Radioaktives drin oder so. Also so ganz frei wird das ja nicht sein. Wir waren drin und haben echt eine Position erreicht, die theoretisch nur noch Kameras zeigen, wenn das Ding halt mal im Einsatz war. Sehr, 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 sehr spektakulär. Unglaublich, wirklich unglaublich. Das ist so spannend. Wahnsinn, ey. Puh.
Da läufst du dir einen ab. Ich würde sagen, an dieser Stelle, das war's mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich packe jetzt die Kamera ein, weil es echt anspruchsvoll ist, mit Kamera diese Leiter hochzulaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auf dieser Seite den Kanal abonnieren und auf der anderen Seite könnt ihr ein Video schauen, was euch vorgeschlagen wird. Schaut gerne in die Videobeschreibung, wenn euch die Thematik interessiert. Ich werde eine Menge falsch erklärt haben, aber ich habe absolut keine Ahnung von dem, was hier passiert. Kohlekraftwerke vielleicht, aber Atomkraft ist schon ein bisschen schwieriger. Vielleicht auch nochmal zum Schluss an euch da draußen. Glaubt ihr, die Atomkraft ist die beste Art, Energie zu erzeugen? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Tschüss.